das Spielprinzip, das haben die ja so super hinbekommen und alles Mögliche. Und so wie sie das ja auch versprochen haben, das wäre ja so super gewesen, wenn man das durchgesetzt hätte. Aber kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Wenn man zum Beispiel zumindest den Animationen und alles oder hier den Sachen, die man auch looten kann bei DayZ Standalone, das guckt zum Beispiel, wie super die das damit hinbekommen haben. Dann Ja, wundert das mich, ist warum immer. kriegen die das nicht hin? Das ist ja immer das. Das versteht keine Sau. Die haben so gute Ansätze für das Game gemacht. Ich war so begeistert, was das Game angeht. Und die haben das so verhunzt. Ich finde das so traurig, bin ich ehrlich. Ja. Deswegen, man hört auch immer, wenn man hier auf den Foren. Also die Foren, die gibt es ja jetzt schon gar nicht mehr. Also alle entfernt, also zumindest die Deutschen, auf einmal alle entfernt. Da dachten die sich wohl auch, ja, okay, das wird nicht mehr. Aber da hat man auch immer gelesen. Denn immer gebt das doch an andere Entwickler weiter, wenn ihr das nicht hinbekommt oder Richtig. so ähnliche Sachen. Richtig. Aber wäre auch nicht so. Irgendwie hätten es doch hinbekommen können, dass sie vielleicht dann auch noch was mit dran hier programmieren, sage ich jetzt mal, oder mitentwickeln und dann vielleicht auch noch was mit dran verdienen, aber dass sie dann vielleicht bei was anderem weitermachen oder auch sowas ähnliches, sich dann nochmal neu machen, was sie dann vielleicht auch da hinbekommen. Das dann aber erstmal an einem anderen also anderen Programmierer oder sonst was weitergeben, dass sie das dann besser hinbekommen, aber anscheinend hat die das nicht interessiert, die wollten einfach nur weitermachen, das ganze Geld da verdienen Ja, das ist das und Problem, genau dafür das haben sie das Geldscheffeln. gemacht, ja. Wie gesagt, Ja. gescheitert ist es daran, dieses Anti-Cheat-Programm, ne, dass sie sich einfach zu fein sind, ein paar Cent mehr auszugeben und dann ein vernünftiges zu haben. Und halt diese Fahrzeugstatistik, keine Ahnung, dass sie es nicht mehr hinbekommen. Sag schnell. Die Mechanik umzusetzen für die Engine. Grüß dich, Coco. Wir haben gerade, Ja. also beziehungsweise ich habe gerade eben schon APB gezockt. Ach ja, genau, habe ich auch schon gesehen. Also ich würde sagen, wir suchen einen anderen Server. Ja, können wir gerne machen. Aber Conquest, das wäre nicht schlecht. Weil ich brauche nur so viel Panzerkills für. Ich mache auch die Phantom-Mission. Da habe ich schon das meiste fertig. Aber manche Sachen, die sind schon ein bisschen übertrieben. Also auch 25 Roadkills. Ja. Wenn man die machen will, dann fährt man die ganze Zeit mit seinem kleinen Wagen da durch die Gegend und versucht irgendwelche Leute umzufahren. Also, naja. Gut, dass ich dann wenigstens schon mal die Panzerkills fährt. Willst du denn jetzt erstmal einen Server suchen? Weil du weißt ja ungefähr, was du brauchst. Dann joine ich mich nach. Also welche Maps jetzt von den neuen oder die alten Pff, oder ich das ist weiß. egal. Das ist ganz egal. Hauptsache das, was du brauchst, entweder Conquest oder wie auch immer. Könnt ihr mal gucken bei den Hangar 21, also das ist sowieso eine gute Map. Oh, ein, der nicht ganz so voll ist. Ja, 50, so 30, oder? Den hier. Dann können wir es auch mal angucken. Also, oder vielleicht auch, vielleicht klappt es ja, dass wir dann mal da mit in diesen Fahrstuhl kommen. Mal oben in diesen Raum kommen, um diesen Bogen dazu bekommen. Das wäre nämlich auch nicht schlecht. Und zwischendurch an diese Spots gehen, wo immer diese Dogtags liegen, weil das wäre auch nicht schlecht, das eins mal zu finden. Habe ich mir vorgestern, glaube ich, da bin ich da 2 Stunden lang immer rumgerannt, hin und her, mit allem Mann, also die dann auf dem Server waren, dann immer überall geguckt, immer hin und her. An jede Stelle nochmal. Und immer gewartet, dass da dieses kleine Päckchen liegt. Und nie hat es geklappt. Und das haben die schon ein bisschen extrem gemacht. Also, das ist schon extrem schwer, das zu finden. Man Aber auch, wo sind man hingeht. diese Doc-Tags, sind das auf öffentlichen Servern, auf bestimmten Servern oder kann man auch als Private-Betreiber irgendwie sagen, ja, doch Also, hier. kannst ja auch einen privaten Server machen und einen Okay. alleine da suchen. Das machen ja auch ganz viele. Und du siehst auch immer, manche Server, die sind dann halt nur mit 6 Leuten oder so. Und man sieht dann auch, also am Anfang, ich dachte, hä, Dogtag Hunt oder kein, so die meisten Server, wo man keinen Kills machen darf. Da dachte ich mir also, Also da wusste ich das noch nicht mit den. Also ich kannte zwar die Dogtags und dachte mir auch, oh, die sind ja cool, wo man die herbekommt. Aber ich dachte, Also ich wusste erst nicht, wo man die herbekommt. Und dann habe ich das ja gesehen. Und dann hatte so, ich glaube, von PC Games oder so, haben sie sich auch einen eigenen Server gemacht und dann den ganzen Tag gesucht und dann hier gezeigt, wo die ganzen Spots. Operation Locker? Naja, habe ich auch Okay. gerade, keine Ahnung.
Naja. Und dann haben die halt die ganzen Stellen da gezeigt und dass man die halt in so einem kleinen, wie so ein, ich sag jetzt mal, wie so eine Streichholzschachtel so groß, die dann rumliegen, die muss man dann kaputt machen und da ist dann das Docktape drin. Aber das ist halt extrem schwer, das zu finden. Machst du nochmal Reconnect oder willst du einen anderen Server? Also, mir ist egal, was du sagen. Also, ich habe Mach kein mal, Problem hiermit. probieren wir nochmal Reconnect. Ach, bist du drauf? Ja. Ah, Achso, ich okay. bin drauf, ja. Ah, Achso, weil nee, ich also bin ich bin wieder rausgeflogen. runtergegangen. Achso, nee, egal. Dann suchen wir auf Hangar 21. Weil ich habe eigentlich auch ha auf Hangar 21, aber irgendwie hat sich das dann mal umgeändert. Nicht schlecht. Nee, weil der hat mich geschmissen. Irgendein Error, bla bla bla, Timeout. Naja, ich habe schon. Bist du natürlich auf den gleichen Server gegangen? Ich kann. Du hast mich jetzt eingeladen, oder? Ja, dann geh Ja, ich dahin. genau. Achso, nee, weil hier. Ihr Backlog hat mir gerade angezeigt, dass du schon auf einem anderen Server bist und deswegen. Nee, das war wegen Aber dem jetzt sind wir hier. Reconnect. Ja. Ja, wenn man sich mal überlegt, das ist irgendwie im Moment bei richtig vielen Spielen so, dass sie das nicht so hinbekommen. Also ich spiele im Moment immer sehr viel Battlefield. Und da ist das, sag ich jetzt mal, nicht so extrem das Problem, aber hier mit den Bugs und alles, dass es so ein bisschen verbuggt ist, ja Das auch schon Problem hat EA extrem. schon ewig. Ne? Das ist Ja. genauso wie mit Ubisoft, wo sie jetzt dieses Assassin's Creed das neu rausgebracht haben. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, wo sie jetzt als kleines Entschuldigungspaket den Leuten anbieten, du kannst jetzt einen aktuellen Titel runterladen, sprich Cry 4 oder keine Ahnung was, und du kriegst den zusätzlichen Download-Content, der demnächst kommt, kriegst du umsonst. Weil es total Ach so, bescheuert. okay. Ja, also Wasserwahl habe ich auch nicht gut bekommen. Aber das Problem war ja auch schon bei Watch Dogs. Da kam jeder zweite Kollege und das war dann bei mir auch dasselbe. Ja, ich kann das nicht starten und dann hier muss man aktivieren, aber man kam nicht online. Und dann konnte keiner das spielen und dann hatte jeder das Problem und dann alle genervt und dann dachten die sich auch, ja toll. Dann haben die extra hier, damit sich jeder hier Ubisoft holt. Anscheinend, dass dann hier mit, dass man das unbedingt Ubisoft haben muss, um die beiden Spiele zu spielen. Und dann funktioniert das doch nicht mal richtig und ja, irgendwie kriegen die das, die meisten das irgendwie nicht so auf die Reihe. Und dann denkt man sich auch, ja, wenn die das dann nicht auf die Reihe bekommen damit, warum soll man das dann unbedingt damit, warum muss man das dann unbedingt dafür haben? Einmal das ist das Problem, dass es überhaupt dann in-game auch immer zum Beispiel am Rumspinnen ist und Bugs und alles Mögliche. Lol, was jetzt passiert? Was ist passiert? Ich war auf dem Server und jetzt habe ich einen Ladebildschirm. Hier springt die ganze Zeit der Cursor oben rechts. Wirst du wieder rausgeschmissen oder Ich was? wurde rausgeschmissen. Egal, ich gehe nochmal Also bei drauf. mir. Reconnect. Ich war ja drauf, ich habe ja auch schon geballert und dann auf einmal, pam, du wurdest rausgeschmissen. Angeblich sei mein Ping zu hoch, verstehe ich aber nicht. Ach warte, was steht denn dann irgendwas vom Punkbuster zufällig? Nee. Nur, dass mein Ping zu hoch sei und ich deswegen gekickt wurde. Aber das mit dem Ach Ping so, verstehe ja. ich nicht. Ja, kann sein, dass es vielleicht wegen dem Stream, aber Nee, das hatte ich ja soweit als eingestellt. Ich war ja vorhin auf dem Server, das lief ja auch. Da hatte ich eigentlich ganz normalen Ping. Das Aber war ja ich das, wo hatte ich nachher so stolz drauf war, wie ich ein paar Streams hinter mir hatte und dann irgendwann hinbekommen habe, boah, das läuft ja mit dem Ping, weißt du? ja. Ja, weil ich hatte ganz am Anfang ja, das war auch wieder so eine Sache, als ich die neuen hier Final Stand Maps, also genau dann hatte ich mir Premium geholt und auf einmal ich kam rein in eine halbe Minute, also bin gerade mal eine halbe Minute drin, so spielen kann man ja so nicht wirklich lange und immer gekickt und dann Punkbuster irgendwas mit Communication Failure. Dann habe ich mich auch wieder verarscht gefühlt. Dann
Dachte ich mir so, okay, Premium geholt, alles super und dann klappt da wieder was nicht. Dachte ich, dass das vielleicht das gleiche Problem ist. Dann musste ich die ganze Zeit hier tüfteln, bis ich das da rausgefunden habe und dann war das irgendwas mit der Firewall, dass sie das blockiert hat und alles mögliche. War dann auch wieder so ein Problem. Ja, alles klar. Problem war das. Ein Problem und ja. Na siehst du, jetzt bin ich ja auch drauf. Guck mal, jetzt spiele ich auch gerade. Läuft alles einwandfrei. Der Fehlermeldung hatte ich. Was das Problem war. Schon wieder rausgeschmissen. Das ist ein Scherz jetzt, oder? Geht er wieder mit dem Ping, oder? Ja, warte. Ich muss erst mal warten, bis das geladen ist. Ich hoffe nur, dass mein Internetanbieter nicht schon wieder Probleme macht oder hat. Das habe ich ja auch oft. Bist du nicht bei Unity Media? Ja. Ja, ich auch, aber ich habe eigentlich so nie da Probleme mit. Ich eigentlich auch nicht. So bis, wann war das? Letztes Jahr. Da fing es auf einmal richtig an, dass irgendwo hier in der Gegend ein Knotenpunkt ist, der Fehler verursacht. Und dieser Knotenpunkt verursacht in jedem anderen Haushalt in einem bestimmten Umkreis diese Fehler. Okay. Oh ja, genau, das hatten wir ganz am Anfang, glaube ich, auch mal. Dann zwischendurch immer, aber dann war immer Internet ganz weg und dann hier, ja, also da anrufen, ja, wird alles gemacht, wird gemacht und es hat immer ein bisschen sehr lange gedauert, bis da mal was passiert ist. Jetzt die Tage war Aber es zum sonst. Beispiel, ich bin aus Versehen bei uns auf den Powerschalter gekommen. Und seitdem sponnen bei uns das WLAN rum, wie sonst was. Und ich hatte keine Ahnung, warum, weshalb. Jetzt hat sich das wieder gelegt, keine Ahnung. Aber manchmal an so Wochenenden hast du dann für so ein paar Stunden das Problem, dass das Internet halt rumspinnt. Wie zum Beispiel jetzt mit hohen Ping oder sonst. Es könnte auch am Internetanbieter liegen, müsste ich gleich mal eine Messung machen. Das fing bei mir vor kurzem auch mal, aber ich glaube jetzt nicht, oder ich wusste zumindest nicht, woran das liegt, wo ich auf einmal, Ping, also von den Servern, man sieht ja immer den Ping ungefähr. Ja. Und auf einmal immer über 200 bis 400. Konnte nee, kein Download nebenbei, nicht, überhaupt nichts nebenbei am Laufen. Dann neu gestartet und da war auch, ich weiß nicht, ob das vielleicht das Problem ist, was du meintest. Ja, das Problem habe ich jetzt gerade. Eben waren die Server alle so um den Ping bei ja, zwischen 10 und 50. Und jetzt gerade, wenn ich irgendwie eine Serverliste lade, sind die bei über 200 und keine Ahnung was. Und das ist auch der Grund, warum ich momentan immer fliege. Dass ich angeblich einen Ping von 296 hätte und aber laut dem Programm hier, Wenn du laut Serverliste Open. bist, steht dann da noch, dass der Ping mich gut ist, oder ist dann der Ping der schon über 100? Also jetzt bin ich schon wieder geflogen, denke ich mir, wird der Ping wieder über 200 noch was sein. Weil ich muss gleich meine Serverliste neu laden. Ja. Weil wie gesagt, vorhin hatte ich das grünen Ping, aber Open Broadcaster zeigt mir auch, dass der Ping soweit okay ist. Also ich habe normalerweise einen Ping von 12 zurzeit und ja. Pff. So, jetzt relade ich einfach mal. Und jetzt sind sie alle. Ja, langsam gehen sie runter, aber jetzt sind sie alle über 100. Der niedrigste ist 131. Das ist das Problem. Ja, toll. Jetzt sind sie wieder über Aber 200. Warte, ich mache Problem mal ist, ich kurz eine weiß auch nicht, Messung. was man da machen könnte. Also ich habe als hier neu verbunden, ein Router neu gestartet, Computer neu gestartet, hat alles nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob das bei dir das gleiche Problem ist. Aber wird wohl. Oh, ich glaube, mein Internetprovider hat Probleme. Also der Upload ist ganz normal, der Download auch, aber ich habe mega, mega Ping. Das heißt, Warte, irgendwo in aber der im Leitung ist hier Stream was drin. läuft noch alles. Der Stream Läuft läuft bei deinem noch. Stream. Guck mal, was so läuft. Ob das alles noch. Ich Weil, warte mal, ich ja. mach Stream aus. Aber normalerweise dürfte nicht sein. So, Oder. na gut.